Servus Leute, willkommen zurück zu Panzerharz. Ja, gestern gab es wieder keine Folge, obwohl ich sie eigentlich machen wollte, weil ich dem Wunsch einer Person nachgegangen bin, weil die Person wollte, dass ich Svitamoris eine Folge hochlade. Das habe ich auch getan, aber ich halte mich hier ein bisschen zurück, wenn es darum geht, Panzerharz und Svitamoris gleichzeitig hochzuladen, denn das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen hat Panzerharz einen Tag Pause gemacht, aber dafür gibt es jetzt wieder, nicht wahr? Mach mal weiter. Frau Bella, Bella. Kontors Sekretärin tippt auf ihrer Schreibmaschine herum. Das rhythmische Klackern suitis, keine Ahnung, was das heißt. Auf jeden Fall nicht beruhigt. Keine Ahnung, macht mich nervös, nee. Irgendwas wird er dadurch. Ma'am, General, Madam, also Ma'am, Frau, Fräulein, wie auch immer, General, Labora, Bastian, meldet sich zurück bei Colonel Ackermann, glaube ich. Ich habe schon seit Tagen so einen Husten, der irgendwie nicht weggeht. Deswegen sorry, falls ich mal so husten muss. Ja, der Leutnant ist bereit, dich zu sehen. Bastian, komm herein. Der geht auf und ab. Lalalala, ich hypnotisiere dich jetzt. Lalala. Ja, der Leutnant ging ruhelos im Raum herum. When I greet him with a customary bow, he stops and smiles at me. Als ich ihn entgegnete mit einem selbstgemachten, keine Ahnung, Bogen, Bow, hielt er an und lächelte mich an. Wahrscheinlich Fragebogen, nicht Bogen wie Pfeil und Bogen. At East, Bastian. Keine Ahnung, was das heißt. Sehr wohl, Bastian. Keine Ahnung. Ich wurde informiert, dass du deine erste gute Arbeit oder wie auch immer mit dem Polystriol-Stück gestern gemacht hast. Ich habe gehört, du hast einen guten Job erledigt. Ja, Sir. Sei nicht so formabel, Bastian. Ja, nimm das alles etwas auf die leichte Schulter. Heute haben wir eine neue Aufgabe. Du wirst dieselbe Halle besuchen wie gestern. Du wirst nun sehen, wie real dieses Equipment wirklich ist oder wie belastbar es ist. Ich bin froh, das zu hören, Sir. Konter Points, ja, tippte auf das Gemälde von den Herrschern an der Wand. Wahrscheinlich den da hinten. Ja, genau den. Bastian, was denkst du über unseren Leiter, den Imperator? Valide ist der Supreme Commander of your Armed Forces and the man who guides the 10,000-year Empire. Our leader is here to the bloodline of the great Iron Whore, the first Emperor to rise from the death by Anubis. Ich glaube, das erste klingt freundlicher. Ja, ja. Ja, das ist das, was er ist, aber wie fühlst du über ihn? Leutnant, ich verstehe die Frage nicht. Natürlich liebe ich ihn. Bastian, ich habe dir gesagt, dass du nicht so formal sein sollst. Ich möchte von dir wahre Antworten hören. Kontor drehte sich von mir weg und schüttelte den Kopf. Ich werde dich später schicken. Dismissed. Ich habe was Falsches gewählt? Ja, Sir. Als ich das
Büro des Leutnants verließ, fühlte ich mich irgendwie nicht ganz so wohl. Warum hat er mich sowas gefragt? Ich wurde noch nie so direkt auf meine Loyalität angesprochen. Wollte er mich testen? Habe ich mit ihm irgendwas zu tun? Ich werde das wohl morgen erfahren. Vielleicht ist es das. Ich bin neu und er wollte wissen, wie ich über die ganze Sache denke. Das macht Sinn. Und diese Mission ist ja auch verdammt wichtig. Aber ich verstehe mir noch nicht ganz, warum er ins Krankenhaus kam und mich ausgewählt hat. Ja, nun, ich habe die besten Referenzen. Ich war in seinem Programm. Ich habe die besten Noten oder Ränge erreicht. Ich war für den Kampf bereit. Ich habe alles richtig gemacht. Nicht die Vorlage meines Vaters, der ein Held im Großen Krieg war, ein Märtyrer des Imperiums. Nee. Und nicht wegen meines Vaters, der ein großer Held im Krieg war und ein Märtyrer des Imperiums. Das könnte alles erklären. Ich sollte mich wohl besser auf die Arbeit konzentrieren. Ich werde beweisen, dass Contra mir vertrauen kann. Hans wartete auf mich in der, Lagerhalle. Warum hast du so lange gebraucht? Ich bin hier, seitdem mich Leutnant Ackermann angerufen hat. Ja, halt deine Füße still. Hast du gehört? Ich muss ins Badezimmer gehen. I had to go to the bathroom on the way. Achso, ich musste auf dem Weg hier ins Badezimmer gehen, aber ich bin bereit, es zu erfahren. Oder so. Aha, entspann dich. Ich habe dich nur auf mal angenommen. Folge mir. Ich bin Hans durch die Halle gefolgt und habe alle Fabriksmaschinen passiert. Wie du sehen kannst, wir ein Programm. Ja, machen genauso viel wie auch gestern. Das ist, weil die Fabrik rund um die Uhr arbeitet, in mehreren Schichten. Und das ist ziemlich effizient für das ganze Imperium. Nun, da wir einen Hauptgang der Maschinerie haben, keine Ahnung, Maintain, it doesn't stop other parts of the... werden andere Teile der Fabrik nicht mehr von ihrer Funktion beeinträchtigt. Eventually we arrive in a massive... Um genauer zu sein, erreichten wir eine massive, noch gigantische Halle. Im Zentrum stand eine rote Holzhütte. Wir hielten vor ihr an. Das ist das Operationscenter der Fabrik. Lass mich es dir zeigen. Hans ließ mich in das Gebäude. Ah, ist das Europa? A map of Empire surrounded by enemies. Was? Achso, rundherum, wo alles Feinde sind. Also wurde quasi Europa, als auch Österreich, von Ägypten eingenommen. Und Frankreich und Spanien sowie Russland sind die Feinde. Also Deutschland, das da ist Italien, ein ziemlich kleines Italien. Deutschland, Italien, Österreich, vielleicht ein Stück der Schweiz. Türkei, ach, ihr wisst schon Bescheid, das alles wurde eben eingenommen. Was stand da? Was war es? Ah. Es ist ein kleiner Raum,
In der Mitte ist ein großes Gemälde. Ist im Fabrikstyle. Die Wand ist übersät mit Karten. Natürlich ist da wieder ein Bild des Herrschers. Eine Art Schreibmaschine stand auf dem Tisch mit einem, also mit einem, ja, notbedürftigen Schlafplatz, Ort, um sich auszuruhen. Hans blickte zu einer großen Karte, die hinten an der Wand hing. Es zeigt das Imperium, umzingelt von anderen Ländern. Ein riesiges Reich. Im Osten ist Kolodnov. Das Land auf der Westseite ist Frankreich. Und die Insel ist das Mainland, ist das Hauptland von Brestia. Also das Island wahrscheinlich. Es ist zwischen das Imperium und Kolodnov. Also zwischen Imperium und Kolodnov ist Pesteleia, also wahrscheinlich das da. Ein Land umzingelt von seinen großen Nachbarn. Wann immer ein Konflikt ausbrach, es schien so, als ob Pesteleia von allen anderen platt gemacht wird. Nach dem großen Krieg Pestelea war für eine kurze Zeit besetzt, glaube ich, oder zerteilt. Nach unserer erfolgreichen Invasion zu Beginn des Sommers gehört es jetzt dem Imperium. So, also das helle, wahrscheinlich die eroberten Gebiete. Du siehst, unser großes Imperium ist umzingelt von den Feinden Kolodnov, Frankreich und Brestia. Also wahrscheinlich Russland, Frankreich und Island. Ja, das habe ich zuvor auf der Karte schon gesehen. Kein Grund, so schlau zu tun. Du hast diese Karte zuvor noch nicht gesehen. That's List of. Sie listet alle Fabriken innerhalb des Imperiums auf. Gemeinsam arbeiten unsere Fabriken am Circus of Victory, also im Zirkel des Sieges oder so. Ich bin ein Ingenieur, also liebe ich den Namen. Zwital des. It's vital the circus keeps going even if a component malfunctions. Ich kann es gar nicht übersetzen. Es ist normal, dass diese Funktion weiterläuft, auch wenn ein Komponent ausfällt. Irgendwie sowas. Oder eine Fehlfunktion hat. So, was für eine Art von Zirkel soll das wohl sein, fragst du dich. Serious? Parallel. Ein serieller Zirkel oder ein paralleler Zirkel? Ich habe keine Ahnung. Parallel. Seems happy, I knew the right answer. Ah! Das ist die richtige Antwort, okay. Okay, bei Hans habe ich es offensichtlich nicht verkackt. Parallel, denke ich. Ja, es wird alles weiterführen. Also es läuft trotzdem noch alles weiter. Auch wenn ein Komponent offline geht. Also, so, parallel ist es. What festivals meet? Was mich in dieser Analyse irgendwie noch tiefer reinbringt. Keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht, echt nicht. Aber es ist ja schon wieder 2 Uhr morgens, nicht wahr? In der Führung ist Connection, all components have the same current. Ja, auf jeden Fall, alle Komponenten sind gleich stark.
This will mean in your energy level that all the fatalities you need to operate to the same level. Das bedeutet, alle Fabriken müssen auf demselben Energielevel sein. Also ich kann es gerade echt nicht übersetzen. Tut mir wirklich leid. Das Englische ist hier gerade ein bisschen zu hoch für mich. Ja, das würde Sinn ergeben. Nee, das würde keinen Sinn ergeben. Wenn die Fabriken unterschiedliche Proposes haben. Keine Ahnung. Tut mir wirklich leid. In einem parallelen Zirkus. Der Voltage, also irgendwas mit Elektrizität oder elektrische Komponenten sind für alle gleich. Aber sie können trotzdem ein bisschen unterschiedlich sein. Ist das nicht unglaublich? Tut mir leid, ich beende den Part, weil mein schlechtes Englisch hier, es hält doch keiner aus. Ich weiß, ich könnte eigentlich noch länger machen, aber in letzter Zeit habe ich mir angewöhnt, kurze Folgen von allem zu machen. Aufgrund meines Speicherproblems aktuell. Weil da muss ich auch aufpassen wegen Resident Evil. Aber naja, macht ja nichts. Dann würde ich sagen, das war Panzerhearts. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.